Hi, die Luches ist wieder da und zwar für den Monat Mai. Als ich gelesen habe, dass die Luches heute kommen, dachte ich mir nur, juhu, die Luches ist da. Und mein zweiter Gedanke war, ist das jetzt die Resident Evil Box oder die Abo Box? Ich weiß es nicht. Es steht nicht drauf. Also ich gehe mal davon aus, dass es die ganz normale Abo Box ist. Aber wenn ich so einen Artikel hier rausnehme, der von Resident Evil ist, dann wissen wir, es ist die Resident Evil Box. Das wäre auf jeden Fall vom Zeitrahmen richtig passend zum Spiel, zum Achter. Wobei der meiner Meinung nach ja nicht mehr so viel mit Zombies, also Standard-Zombies zu tun hat. Nicht das Resident Evil, das ich kennengelernt habe. Aber sehr interessantes Spiel. Aber heute geht es gar nicht um das Spiel. Es geht um die Luches und die Box für Mai. Das war nur ein Gedanke, vielleicht könnte ja hier die Resident Evil Box sein. Ich habe sie mir ein bisschen größer vorgestellt. Also wenn das die Resident Evil Box ist, dann müssen das wirklich Hammer-Sachen sein für den Preis. Bei der Größe, also ich stelle mir so die Resident Evil Box so groß vor irgendwie. So groß stelle ich es mir ungefähr vor, mit lauter coolen Sachen, Actionfiguren und bestimmt T-Shirt, Tassen und was weiß ich. Und hier ist bestimmt auch eine Tasse drin. Also das vom Gewicht her würde ich sagen, hier ist eine. Aber wir fangen jetzt mal an, weil das dauert wieder mal ewig. Moment. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, okay. Alle Tesafilm-Streifchen sind offen. So. Und es geht los und das fühlt sich schon an. Der ganze Tisch wackelt hier mit. Das wird wahrscheinlich das T-Shirt sein. Ja, das ist das T-Shirt in Blau sogar. Cool. Die T-Shirts sind hier oft so schwarz, manchmal auch grau. Oder halt auch blau. Also blau finde ich ganz cool. Ich finde es recht interessant, muss ich sagen. Also ich teile mir ja die Box, dieses T-Shirt ist nicht für mich. Aber es ist auf jeden Fall, es ist ein cooles T-Shirt. Es fühlt sich gut an und es ist blau, mal eine andere Farbe. Und was haben wir hier? Für einen kurzen Moment dachte ich, das ist von Resident Evil wegen diesen Symbolen. Aber es ist Westerland Academy. Sagt mir jetzt so nichts. Das ist bestimmt von einem Spiel. Der Kopf sieht so ein bisschen aus wie von Darth Vader. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber... Nee, sagt mir jetzt irgendwie nichts. Also von der Serie vielleicht oder von einem Spiel. Der eine oder andere wird das jetzt bestimmt schon erkannt haben. Wobei, vielleicht Fallout? Oder Star Wars? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bestimmt von einem Spiel. Also tippe ich mal, so wie das aussieht. Sieht jedenfalls sehr interessant aus. Es ist in Blau, es fühlt sich weich an. Also es ist wirklich ein cooles Shirt. Ich habe einen Kumpel, der sich mit mir die Box teilt und zwar nur wegen dem T-Shirt. Der Rest interessiert ihn gar nicht. Und ich muss sagen, oft ist das T-Shirt auch das Coolste in der Box. Diese T-Shirts sind super bequem. Ich habe hier jetzt gerade auch eins von Zelda, auch von der Luches. Also bei den T-Shirts kann man echt nichts sagen. Die sind preislich und von der Qualität finde ich die top. Also das habe ich jetzt zum ersten Mal an, aber das letzte, das hatte ich schon ein paar Mal an und hat auch die Wäsche überlebt und... Super bequem. So, jetzt haben wir hier, ich will mal ganz kurz rüber tasten. Okay, ich fühle keine Tasse. Was war denn da so schwer? Was ist hier so schwer? Ich habe hier noch was Weiches. Ich guck mal gerade. Hoffe nicht, dass das nochmal Handschuhe sind. Die NASA. Es sind Socken. Das sind die ersten Socken in einer Mystery Box. Und ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, mal Socken drin zu haben, mehr so für den Winter, aber warum nicht, mal Socken drin zu haben.
Ich frage mich nur, was ist dann das Thema? Das ist wahrscheinlich so ein Film oder ein Spiel, wobei ich tendiere mehr zum Spiel. Und die Nase, okay, fühlen sich auch ganz gut an. So sehen sie aus. Ich hoffe, die passen mir auch. Ansonsten findet sich da schon jemand. Ja, cool. Wäre auch ganz lustig gewesen, blaue Socken zum blauen T-Shirt passend. Ja, bin ich mal gespannt. Also Socken finde ich auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. T-Shirts, Socken, Handschuhe hatten wir ja auch schon, eine Käppi, Mütze hatten wir auch schon. So, jetzt haben wir hier irgendwie nur große Sachen. Ich frage mich, was da so schwer war, da hier ist alles so weich und klein. Oh, ich habe hier was. Oh ja. Chupa, Chupa Chups, Lutscher. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wir haben hier einen Lutscher. Ja, warum nicht? So eine Kleinigkeit finde ich immer mega cool in den Boxen. Ein paar kleine Stickerchen oder was Kleines zum Naschen oder. Finde ich auf jeden Fall immer ganz cool. So, da sind wir schon mal gut ausgestattet. T-Shirt, Socken, was zum Essen. So, mal gucken. Ich habe hier irgendwie, ich würde sagen ein Buch. Aber es fühlt sich seltsam an für ein Buch. Vielleicht ein Notizblock oder so. Und wir haben hier eine Tasche. Ach so. Wir haben hier so einen Turnbeutel. Also damals haben wir in meiner Zeit das als Turnbeutel benutzt. Als Turnbeutelchen. Moment. Dann spiegelt das nicht so stark. Von One Piece. One Piece, eine Manga- oder Anime-Serie, habe ich mal eine Zeit lang geguckt, aber das ist auch schon wirklich so Sailor Moon-Zeit irgendwie so dahinter. One Piece, ich weiß gar nicht, ob das da so aktuell neue Folgen und was weiß ich gibt. Auf jeden Fall, One Piece habe ich noch positiv in Erinnerung, lustig in Erinnerung, aber schon ewig nichts mehr damit zu tun gehabt. Wobei das Logo an sich, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und es fühlt sich auch, ja, gar nicht so übel an. Das ist so, also nicht wie das T-Shirt, wie Baumwolle, mehr so, ich weiß es nicht, Polyester vielleicht oder sowas. So, ein Turnbeutelchen. Und ich finde es auch ganz gut, dass diese Bändchen hier schön dick sind, weil wenn sie so dünn und einfach sind, dann tut das auf dem Rücken weh, gerade wenn man etwas Schwereres drin hat. Ja, da haben wir so einen Turnbeutel. Dann sind wir ja heute ganz schön ausgestattet. Wir haben ein Shirt, wir haben Socken, Proviant und ein Turnbeutelchen. Wobei, wie heißen die denn? Gimpack? Gaypack? Gimpack? Ja, ganz cool. Also ich habe eins von den Turtles, deswegen weiß ich nicht, ob ich das tragen werde. Aber rein optisch und von der Farbe finde ich, das ist eine lustige Sache, wenn man mal kurz unterwegs ist, schnell, was weiß ich, was zum Trinken rein oder so, ist das eine nette Sache. Und man hat ein richtig cooles Motiv drauf bei One Piece. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Fühlt sich auch ganz gut an. Kann man nicht sagen. Also heute haben wir ganz schön viel Stoff. Bin ich mal gespannt, was uns dann noch erwartet. So, aber das ist kein Stoff mehr. Wobei, ich fühle mal ganz kurz durch. Bin ja auch ein bisschen neugierig. Ne, wir haben nichts mehr aus Stoff. Oje, was ist das? Mal gucken. Mal schauen, was wir da haben. Also was zum Anziehen ist es nicht. Ah, es ist eine Actionfigur. Wow. Es ist eine Actionfigur. Und zwar von Rick und Morty. Davon gibt es ja auch eine Serie. Ich habe nur ein paar Folgen gesehen. Ich kann dazu jetzt nicht viel sagen. Außer, dass dieser Rick und dieser Morty ein bisschen verreisen. Zukunft oder Vergangenheit oder wie auch immer. Ist ein bisschen lustig gemacht. Ich weiß nicht, ob das die Macher von Simpsons und Futurama sind. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt die Katze von ihm ist. Aber man hätte wohl auch noch, wir haben hier sechs verschiedene Figuren. Man hätte auch andere Figuren haben können. Der blaue sieht lustig aus, den kenne ich zwar nicht, aber der sieht lustig aus. Und dieser Roboter, ist das ein Hund drinnen? Ach, das ist dieser weiße kleine Hund von Rick und Morty. Der Roboter ist cool. Ich habe halt Morty. Ist auch okay. Ist auch, ist jedenfalls eine Actionfigur. Das ist richtig cool, dass hier eine Actionfigur drin ist. Ist auch beweglich, sehe ich gerade.
Er hat hier anscheinend auch so einen Roboterhund oder sowas und hat eine Pistole, also Zubehör hat er auch. Oder soll das eine Katze sein? Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall irgendwas, das sieht aus wie ein Hund oder wie eine Katze in Roboterform. Vielleicht ist es auch nur eine Maschine, ich weiß es nicht. Aber wir haben eine Actionfigur und das finde ich richtig cool. Das ist natürlich das Beste. Also gleich nach dem T-Shirt, wobei ziemlich gleich, ist eine Actionfigur immer cool, finde ich. Ja, also den Roboter hätte ich jetzt besser gefunden. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass wir eine Actionfigur haben. Bin mal gespannt, was die anderen YouTuber so drin haben. Vielleicht will ja jemand tauschen oder sammelt die noch. Oder will die Sammlung voll bekommen. Nicht schlecht. Also bis jetzt ist die Box gar nicht mal so schlecht. Wir haben eine Actionfigur, was mega geil ist. Also für mich, ich weiß nicht, für jeden ist eine Actionfigur cool. Wir haben Socken. Ich glaube, damit kann so gut wie jeder was anfangen. Wir haben hier so einen Rucksack und ein cooles T-Shirt. Und was Kleines zum Futtern. Und jetzt schauen wir mal. Oh, ist es schon zu Ende? Nee, Moment. Und wir haben eine Karte. Ach, das ist das ist Darth Vader mit Luke und Leia. Das ist Darth Vader mit seinen Kindern. Ach so, das soll so vielleicht so ein Vatertag sein. Da ist das Laserschwert auf dem Boden. Also ein lustiges Motiv. Auf jeden Fall, das ist bestimmt so ein Vatertag gemeint. Darth Vader von Star Wars und seine zwei Kinder. Und die machen eine Kissenschlacht. Erst dachte ich mir, was zum Geier ist das Rote, was er hier in der Hand hat. Es ist nur ein Kissen. Es ist eine Kissenschlacht. Couch Wars. Es ist eine lustige Sache. Also von Star Wars generell und so eine Kissenschlacht ist auf jeden Fall lustig gemacht. Ganz lustig. Ich verschicke keine Karten, aber es ist trotzdem eine lustige Sache. So, jetzt haben wir eine Sache noch. Oh, ich glaube, das ist das, was so schwer war. Also es ist keine Tasse drin. Jedenfalls fühle ich hier keine Tasse. Es scheint ein Buch oder Comic zu sein. Oder ein Kochbuch. Es ist ein, es ist ein Handbuch zum Film. Und ich kenne den Film mit diesem Zauberer und seinen Fabelwesentierchen. War ganz nett mal anzusehen, sage ich mal. Ist jetzt nicht so ganz meine Richtung. Man kann es sich ansehen, auf jeden Fall. Mit diesem Schnabeltier hier. Ich weiß nicht, ob es zu Harry Potter gehört hat oder irgendwie war da irgendwas. Aber auf jeden Fall, das wird bestimmt viele, die den Film cool fanden, wird das Buch bestimmt voll der Highlight sein. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt öffnen? Also ich würde es jetzt nicht unbedingt behalten wollen. Ja. Das ist jetzt nicht so meins, ehrlich gesagt. Ich kann mit jetzt nicht viel anfangen. Vielleicht öffnen wir es mal trotzdem, um einen kleinen Blick reinzubekommen. Aber meins ist es jetzt nicht. Na. Ich hätte gedacht, ganz ehrlich, ich habe jetzt schon ziemlich fest mit einer Tasse hier gerechnet, vom Gewicht her. Aber es ist keine Tasse drin. Und es ist auch keine kleine oder große Popfigur. Und auch keine Blindbox-Figur dabei. Aber eine Actionfigur, das finde ich auf jeden Fall cool. Na? So, das kleine bzw. große Handbuch zum Film. Oh, und hier ist sogar so eine Karte. Ah. Oh, das ist sogar richtig cool, das Buch. Hier sind so kleine. Ja, so kleine, wie sagt man, so so Kleinigkeiten halt. So Kleinigkeiten im Buch, die man benutzen kann, rausziehen kann. Also das ist schon ganz cool gemacht. Und das zieht sich so über das ganze Buch hinweg. Also das finde ich aber gar nicht so schlecht gemacht. Der Film hat mich jetzt nicht so sehr interessiert, dass ich mir jetzt das Buch dazu angucken müsste. Aber generell zu anderen Filmen und Serien finde ich solche Bücher gar nicht mal so schlecht. Ist auf jeden Fall ganz nett gemacht. Man kann hier viele Sachen rausziehen oder aufklappen. Auch hier sind Sachen dabei. Und hier.
Also richtig kreativ, das Buch hier. Ich finde das Buch, obwohl mich das, der Film jetzt nicht so interessiert hat, also ich finde das Buch richtig gut gemacht. Es ist auch schön hier so viel, wie sagt man, fixiert? Nicht fixiert. Es ist schön. Es ist einfach schön. Schön gemacht, das Buch. So. Wie heißt das? Fixiert? Nein, es ist schön. Ach, das muss ich rausschneiden. Auf jeden Fall ein schönes Buch. Muss echt sagen, sehr schick. So, was haben wir? Achso, Moment. So, die Kiste ist leer. Das war's. Das hatten wir drinnen. Ist auch ein bisschen was zusammengekommen. Wir haben gehabt das Buch zum Film. Ein schönes, cooles Buch. Dann die Socken. Ganz praktisch. Dann was zum Essen. Dann eine lustige Karte. Dann eine Actionfigur. Mega cool. Dann haben wir diesen Turnbeutel von One Piece. Und dieses coole Shirt. Und das ist das Heftchen dazu. Und da ist schon One Piece. Und es geht hier wohl um Serien, würde ich sagen. Wobei das ist vom Spiel. Und Filme, Serien, ja. So, was haben wir hier? My Hero Academia gibt es nämlich auch. Viele neue Produkte. Musste ich mal wieder reinschauen. Habe ich noch nicht gemacht. Teamvorstellung. Und das war die letzte Box. Auch mit einem mega geilen T-Shirt von Star Wars. Auf jeden Fall. Und ich habe auch eine schöne Funko Pop drin gehabt. Diesen kleinen Roboter. Dann, was ist das hier? Lutsches. Meinung. Okay, das müssen wir noch machen. Feedback, okay. Oh, guck. Was haben wir denn da? Wir haben ein kleines Poster zu meinem Shirt. Ich habe doch gesagt, das ist von Lutsches, das Shirt. Cool. Ich habe zum letzten Mario-Shirt, das ich auch sehr gerne und sehr oft trage, habe ich schon so ein kleines Poster. Da könnte ich mir meine ganzen T-Shirts sozusagen aufhängen. Irgendwie lustig. Ja, irgendwie ganz putzig. So, genau, die Preise. Wir haben das T-Shirt und zwar mit 15 Euro. Und ich finde, 15 Euro für so ein cooles T-Shirt ist auf jeden Fall top. Wir haben, wir haben dieses Buch. Das Buch ist schon cool gemacht, ja. Aber 16 Euro, ich hätte 16 Euro dafür nicht ausgegeben. Ich hätte mir lieber noch ein T-Shirt geholt. Aber für die Fans ist das bestimmt ein Highlight. 13 Euro für den Turnbeutel. Ich glaube, die kosten irgendwie so um den Dreh. Ich habe für meinen Turtle-Turnbeutel, meine ich, auch in Amsterdam, ich weiß nicht, 15, 20 Euro gezahlt. Geht. Socken 5 Euro. Ja, geht auch, denke ich mal, für Socken. So, schauen wir mal. Diese Postkarte gab es natürlich gratis dazu. Diesen Lutscher gab es auch gratis dazu. Und jetzt kommt's. Diese Actionfigur gibt es nur in diesem Plus, das ich abgeschlossen habe. Wenn man für 5 Euro ein Plus abschließt, bekommt man diese Actionfigur oder beziehungsweise natürlich was anderes. Das ist dieses Plus. Und die Figur hätte 13 Euro gekostet. Ja, für eine Actionfigur völlig in Ordnung. Ich sehe gerade, wir hätten hier noch jemand anders haben können. In diesem Astronautenanzug sehen die irgendwie auch voll lustig aus. Ich dachte, man kann die hier haben. Aber die hier sind nicht hier mit drauf. Naja, was auch immer. Auf jeden Fall wird es da bestimmt unterschiedliche Figuren bei unterschiedlichen YouTubern geben. Auf jeden Fall. Und da haben wir sie. Da ist sie, die Resident Evil Box. Da. Die Frage ist nur, wann ist sie bei mir? Wann kommt sie an? Und da haben wir noch ein paar YouTuber. Und ich kenne, ich glaube, keinen davon. Iron Man gibt es noch eine Box, Harry Potter interessiert mich aber jetzt nicht so stark wie die Resident Evil Box. Also die hat es mir echt angetan. Ja, cool, oder? An sich die Mai Box gar nicht mal so verkehrt.
gar nicht mal so verkehrt. Da mein bestes Item für diese Box ist, glaube ich, die Actionfigur und das T-Shirt. Wobei das Buch, wenn es jetzt ein anderes Thema wäre, ist echt sehr kreativ gestaltet. Also sowas finde ich auch immer ganz cool. Die Karte ist auch ganz lustig. Also so ganz ohne ist die Karte nicht. Ein Sticker wäre mir lieber, muss ich sagen. Ich bin voll der Sticker-Mensch. Aber so eine lustige Karte ist auch ganz cool. Ja, was soll ich dazu sagen? Das war die Mai-Box. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Abo-Box im Juni. Es ist dann schon Juni, ein halbes Jahr rum. Die Zeit läuft. Oder aber, ich hoffe, dass bald die Resident Evil Box kommt. Dann sehen wir uns zur Resident Evil Box. Und ich bin so gespannt auf diese Box. Und ich hoffe, dass da eine Tasse drin ist. Eine Resident Evil Tasse für meinen Resident Evil Leaker Untersetzer. Ich hoffe so sehr drauf, dass da eine Tasse drin ist. Aber gut, das dauert ja noch ein paar Tage. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.